Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr jetzt wieder die Leder Duffelpack und die schwarze Jogger bekommen könnt. Beide Drops wurden leider jetzt schon wieder gepatcht von Rockstar. Und in diesem Video zeige ich euch neue Drops, mit denen ihr die Duffelpack und die Jogger bekommen könnt. Dafür müsst ihr euch halt den jeweiligen Job markieren. Beide Links zu den Jobs werdet ihr in der Videobeschreibung finden. Ich glaube, das funktioniert aber auch nur auf der PlayStation. Ob das auf der Xbox funktioniert, müsst ihr dann einfach mal ausprobieren. Und dann würde ich sagen, lass uns direkt losstarten. Wir beginnen zunächst einmal mit der lila Duffelback. Wie gesagt, den Job müsst ihr euch markieren. Anschließend geht ihr neu starten. Dann Game of Options auf Online, auf Jobs, Job spielen, markiert auf LTS. Und dort werdet ihr den Job finden. Im Jobmenü angekommen, braucht ihr auch gar nichts umzustellen, jetzt entweder einen Random oder einen Freund einladen. Anschließend den Job dann starten. Ist der Job gestartet, öffnet das Interaktionsmenü, gehen auf Aussehen, runter zu den beleuchtenden Kleidung und dort switchen wir für ungefähr 20 Sekunden. Das heißt, wir halten Steuerkreuz nach rechts gedrückt für ungefähr 20 Sekunden. Falls ihr nicht die Möglichkeit habt, auf beleuchtende Kleidung zu gehen, dann geht einfach auf Aussehen und jetzt bestätigt ihr ein paar Mal mit X auf das Outfit, wo ihr die halt dann drauf haben wollt, die Duffelpack. Einfach ein paar Mal X drücken, dann sollte es eigentlich auch funktionieren, anschließend den Jump dann wieder verlassen. Seid ihr jetzt in der Lobby angekommen, dann kann es passieren, wie jetzt bei mir der Fall ist, dass die Duffelpack nach kurzer Zeit wieder verschwindet. Wir registrieren uns dann einmal als CEO, gehen dann auf Verwaltung, auf Stil, switchen einmal das Outfit rechts, links und dann wird die Duffelpack auch wieder erscheinen. Anschließend brauchen wir jetzt entweder einen Helikopter oder ein MK2-Bike. Wir geben uns noch einmal zum Strand. Jetzt einfach eine gewünschte Höhe erreichen, vom MK2-Bike abspringen, den Fallschirm ziehen, Richtung Maskenladen gleiten. Einfach dagegen klatschen, Steuerkreuz nach rechts durchspammen, werden wir ins Menü reingeladen. Das Outfit einmal abspeichern. Haben wir das gemacht, öffnen wir das Interaktionsmenü, gehen auf Aussehen, bestätigen einmal das Outfit, was wir uns gerade abgespeichert haben. Und dann werdet ihr sehen, dass wir jetzt die Duffelpack auf unserem Outfit drauf haben. Als nächstes holen wir uns jetzt noch die schwarze Jogger. Auch dafür müsst ihr euch dann halt einen Job markieren. Wir gehen dann auf Options, auf Online, auf Jobs, Job spielen, markiert auf LTS. Und dort werdet ihr auch diesen Job finden. Auch hier im Jobmenü angekommen, braucht ihr auch gar nichts umzustellen. Einen Freund oder einen Random einladen. Ist der Freund dann beigetreten, können wir den Job starten. Ist der Job gestartet, öffnen wir das Interaktionsmenü, gehen auf Aussehen, auch wieder zum beleuchtende Kleidung. Und dort switchen wir jetzt für ungefähr 40 Sekunden. Das heißt, wir halten Steuerkreuz nach rechts gedrückt für ungefähr 40 Sekunden. Anschließend können wir auch diesen Job verlassen. Und wenn wir jetzt in der Lobby ankommen, werdet ihr sehen, dass wir jetzt auch die schwarze Jogger haben und natürlich auch die CEO-Panzerung. Ja, entweder könnt ihr das Outfit jetzt so behalten oder ihr könnt euch das Outfit jetzt noch so umgestalten, wie ihr es haben wollt. Das heißt, ihr könnt die Schuhe wechseln, Oberteil könnt ihr wechseln, so wie ihr das Outfit haben wollt. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.